Wofür steht die Osterzeit, meine Freunde? Steht sie für Kinder beschenken, Eierklopfen bzw. Tätschen, wie man es bei uns nennt, oder für etwas ganz anderes? Natürlich soll es in erster Linie um Jesus Christus gehen, denn um diese Jahreszeit herum ist der Messias für unsere Sünden gestorben und wieder auferstanden von den Toten. Und eine Sache hat in der Nacht vor seinem Tod seinen Jüngern geboten, und zwar das Abendmahl zu halten. Tut dies immer wieder zur Erinnerung an sein Opfer, das er für uns auf sich genommen hat, denn alleine können wir nicht vor dem Thron bestehen. Deswegen ist er für unsere Sünden gestorben. Heute wollen wir einmal wissen, wie wir das Brot für das letzte Abendmahl backen. Das geht tatsächlich ganz leicht und der liebe Kaito ist halt auch mit dabei. Für das Brot braucht ihr nicht viel. 100 Gramm Mehl, zum Beispiel Weizenmehl, das hat man zur Zeit von Jesus gerne verwendet. Wenn ihr kein Weizenmehl habt, dann geht auch Universal- oder Dinkelmehl. Dann braucht ihr 80 bis 85 Milliliter Wasser. Und ja, eigentlich war's das doch schon. Unsicher ist es, ob man für das letzte Abendmahl damals eventuell noch etwas Salz als Geschmacksverstärker dazugegeben hat. Deswegen werde ich dir ein wenig noch davon reingeben, aber davon auch nur eine ganz kleine Prise. Wichtig ist, dass ihr kein Germ oder Hefe dazu gebt, denn im alten Israel wurde das auch nicht verwendet, weil das Ziehen des Teiges einfach zu lange gedauert hat. Ach, hätte man sich doch einfach die Zeit genommen, aber nein, egal. Als ersten Schritt erhitzen wir das Wasser, bis es kocht. Wir haben ja auch keine Hefe, also kann man auch keine Kulturen geben, die durch die Hitze abgetötet werden. Dann geben wir das Mehl und das Salz hinzu und verrühren noch alles einmal gründlich. Wir verwenden ein Sieb, damit keine Klumpen entstehen. So, dann nehmen wir den Teig raus und kneten ihn nochmal ein wenig durch, mit etwas Mehl vielleicht noch. Wir können ihn dann in zwei gleich große Formen teilen und dann wird er mit dem Nudelholz ausgerollt. Kleiner Fakt nebenbei, beim Pizzabacken ist dieses Werkzeug ein No-Go. Da muss alles mit der Hand gemacht werden, damit die Luft nicht rausgeht. Aber das ist eine andere Geschichte. In jedem Fall haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder nehmen wir den Ofen oder die nicht mit Öl beschichtete Pfanne. Wir werden sehen, in welchem Fall wir ein knusprigeres Brot herausbekommen. Also, los geht's! So, meine Lieben, nachdem man gebetet hat, kann man nun das Brot brechen und somit konsumieren, so wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Wie hat dir das Backen gefallen? Ganz gut. Ja. Es hat Spaß gemacht. Gut, was möchtest du zuerst probieren? Ich würde sagen, das. Okay, das aus dem Ofen. Mal schauen, ob das schmeckt. Ja. Es geht aber eher um das Symbol von Jesu Christi, als um den Geschmack. Trotzdem bin ich mal gespannt. Bitte schön. Danke. Leib Jesu Christi für dich gegeben. So, mal schauen, wie es schmeckt. Bisschen Salz, ja? Ja. Ist ein standardmäßiges Brot. Nichts Besonderes, aber das soll es auch nicht sein. Okay, dann das andere. Ja. Das ist das aus der Pfanne. Mal schauen, ob es so vom Unterschied her. Ich glaube nicht. Geschmeckt werden kann, mal schauen. Los geht's. Ist ein bisschen knuspriger. Ja. Ich muss aber sagen, ich finde das besser. Alles klar. Dann darfst du gerne das sagen und ich nehme das andere. Okay. So, für nachher dann. Ja. Es geht ja jetzt erst einmal nur um das Symbol von Jesu Christi. Hier ist der Wein. In diesem Sinne wünsche ich euch ein gutes Gelingen beim Nachkochen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Kali. Ciao, ciao. Ciao.